Hallo und willkommen zurück zu Schönen Ninjas Let's Plays und dem letztes angespielt zu dem Spiel Fury Unleashed. Ja, wir haben schon eine Runde gespielt, sind aber irgendwann gestorben. Jetzt starte ich mit 60 Leben mehr und mal gucken. Es scheint ein Rootshell-Game zu sein, weswegen wir mit jedem Run Punkte, in dem Fall hier diese Tinte, die wir aufsammeln, kriegen. Und damit was machen. 100% mehr Schaden beim Stampfen. So, hoffen wir mal, dass die Kombo nicht weggeht. Kommt da gar nicht hoch. Achso. Oh nein! Ich will. Die Sprungtaste nervt mich noch. Die ist halt B. Ich hätte sie gerne auf A. Oh, ich darf gar nicht getroffen werden. Okay. Das war knapp. Oh nein, das war... Schade. Ich darf nicht nochmal. Okay, es ist also limitiert. Das wusste ich nicht. So, ich glaube, hier unten ist eine Mauer. Das heißt, schauen wir doch erstmal hier lang. Nachladegeschwindigkeit. Diesmal kriegen wir ein bisschen Items, wie es scheint. Beim letzten Run hatten wir bis auf Schuhe gar nichts. Jetzt haben wir schon Schuhe und Hände. Wir sind da unten. So, was haben wir hier? Für 75 gibt es mir eine Überraschung. Ich habe leider keine 75 goldene. Da geht's weiter. So, bevor ich... Boah, das tat weh. Weiterreise, würde ich sagen. Gucken erstmal, was hier noch so ist. Eine Rüstung. Okay, was haben wir hier? Hohe Reichweite, weniger Schaden. Waffe wechseln. Achso, ich habe zwei Waffen. MP1 und MP2. Dann wechsle ich doch das gegen die aus. Ich wusste gar nicht, dass ich mehrere Waffentypen habe. Oh, das ist Single Target. Und durchschlägt Gegner. Liegt da noch was? Nee, es sieht nur so aus. Und meine Superfähigkeit habe ich auch ganz vergessen beim letzten Spiel. Ich glaube, ich finde schnellere Schüsse besser. So, kleiner Spende. Der hat mir bisher nur Dings gebracht. Das hat sich irgendwie nicht gelohnt. Ah, ich sehe gerade, das kostet Ladungen. Das kann man also nicht ewig machen. Na, mal gut, dass wir jetzt durch sind. Dann würde ich sagen, gebe ich hier jetzt die 75 aus.
Du hast geflohen, Blutstein erhöht dein Leben um 20. Klar, warum nicht? Kapitel 2. Und wir haben wieder irgendein Portal vergessen. Ich weiß nicht, wo das gewesen sein soll. Was haben wir hier? Reparaturen. Der Weg war gefährlich irgendwie. Ich finde es hier erstmal besser. Was ist rot? Das kennt man nicht. Der Teufel, ich kann dir das Leben sehr erleichtern. Du musst mir unterschreiben. Fallen lassen das Gold enthält 34% mehr goldene Tinte. Ich verliere 20% Lebenspunkte. Jeder zweite getötete Gegner wird einen maximalen Lebenspunkt erhöhen. Aber ich verliere 90%. Das heißt aber, ich krieg dafür recht viel. Du erhältst 250. Das mache ich mal. Ich habe jetzt zwar nur noch 18 Leben. Aber für jeden zweiten Gegner, den ich töte, kriege ich Leben dazu. Scheiße, und hier kommt ein Boss. Den will ich nicht machen. Nein! Das wird so nichts. Oh, ich habe ihn besiegt. Puh, damit hat er jetzt nicht gerechnet. So eine Rüstung erhöht Tintensammelreichweite. Boah, scheiße. Ich könnte Lebenspunkte gebrauchen. Krass, dass das immer durch Wände durchgeht. Wo kam das gerade her? Das war auch doof. Und das ist eine Mimikkiste. Wie gemein ist das denn? Oh, ey, das darf doch nicht wahr sein. Mit noch einmal ist wahrscheinlich ohne Punkte auszugeben. Machen wir aber mal noch einmal. Ja, es geht trotzdem bei vorne los. Und die Punkte werden jetzt wahrscheinlich aufgesammelt. Spielgeschwindigkeit kann ich runter machen. Schaden erlitten. Was ist das denn? Achso. Warte mal, habe ich jetzt gerade was verstellt? Ne, ich bin mit B raus. Okay, ne, ich wollte eigentlich gucken, ob ich hier irgendwie... Achso, das sind nur meine allgemeinen Werte. Boah, ist das ärgerlich. Die Fähigkeit war cool. Da hätte man ordentlich was mit reißen können. Achso. Bei einer Zweihandwaffe hat er keine Nahkampfwaffe mehr. Verstehe. Das ist wieder das Sprungdings. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Los, los, los. Ich habe nur noch 30 Sekunden. Nach 22 Sekunden. Geschafft. 500 Tinte. Aber krass, ey. Mit der Mimik hatte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich schieße Minen. Das macht vermutlich viel Schaden, ne? Aber ich glaube, was schnell ist, finde ich gerade besser. So, wo geht's eigentlich lang? Unten rechts ist wahrscheinlich Ziel. Dann gucke ich doch mal hier lang. So, Schuhe. Feinde explodieren, wenn sie durch Stampfen getötet werden. Ja, so habe ich auch eine Nahkampf... Oh nein, Kombo weg. Schaden um 50% reduziert beim Sprinten. So,
Das Ding da oben sieht irgendwie neu aus. Ist das ein Item? Tatsache. Ach, das sind Lebenskugeln. Die habe ich, glaube ich, freigeschaltet. Bisher kam aber bis kaum welche. So, ist hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Sind noch Punkte, an die ich nicht rankomme. Schade eigentlich. Krass, der ist One-Hit, wenn ich auf ihn draufspringen kann. So, das gab auf jeden Fall gerade gut Combo. Eine neue Nahkampfwaffe. Ich nehme die einfach mal. Ich konnte eh nichts anderes sagen. Oh nein, da war noch was. Das war der Ausgang. Doof. Auf dieser Seite in einer begrenzten Zeit. Auf dieser Seite? Ach, krass. Das ist für das ganze Level. Damit zählt also auch der Boss mit rein. Falls hier wieder einer ist. So, jetzt muss ich kurz gucken. Klebebomber. Dunkle Energiekanone. Steht da, ob das Einzelschaden macht? Oder mehrfach? Sieht man nicht. Auf jeden Fall kann er damit schnell schießen. Warum schießt er auch gerade nicht mehr? Lol. So, 400 Leben kann ich mir Sachen kaufen. Für 30 eine Rüstung mit Sammelreichweite. Komm, machen wir das dann mal. Und Hände machen, Nachladegeschwindigkeit. Nee, das mache ich jetzt nicht. So, hier ist sonst nichts weiter, außer der Händler. Grün. Lebenspunkte für goldene Punkte. Das machen wir dann mal. Da waren wir noch nicht, also da zuerst. Krass, dass ich gerade nicht getroffen wurde. Okay, links lang. Hat er mich fett erwischt. Wo kam das gerade her? Habe ich nicht gesehen. Okay, ein Sturmgewehr. Hohe Reichweite. Bei manchen Waffen hat man trotzdem die Möglichkeit, Nahkampf zu benutzen. So, dann. Das war gut. Oh, hier ist wieder ein Gegner.
Ach krass, die Gegner wären noch betäubt dabei. Oh, wo kam der denn noch her? Mist. Sonst hätte ich es ziemlich schnell geschafft. Okay, wir kriegen Sprinten und Rennen entzündet Feinde statt 50% weniger beim Luftsprung. Das Doofe ist, ich kann immer nur eins nehmen und entscheiden, ob ich es behalte oder nicht. Und das alte kann ich leider nicht verkaufen, wie es scheint. Oh, da fällt mir ein. Der Counter oben läuft noch mit alle Gegner besiegen in der Zeit. Leben erhöhen, sehr gut. Damit sind wir auch fast durch. Hab ich beim letzten Mal schon nicht verstanden. Mist, irgendwo scheinen noch vier Gegner zu sein. Und ich weiß nicht wo. Neuer Rekord mit unserer Combo auf jeden Fall. So, spenden möchte ich nichts. Ah, es geht nicht die ganze Kombo runter, habe ich gerade gesehen. Ah, doch, bei der Attacke schon. Oh nein, da ist wieder diese Mimik. Und die macht Schaden. Und sie ist immun gegen meinen Freeze. Kein Wunder, dass ich vorhin gestorben bin. Geschafft. Hier ist der nächste Boss. Das ist schlecht. Ich habe nämlich nichts mehr. Keine Fähigkeit. Ah, okay. Die dicken Dinger kann ich kaputt schießen, wie es scheint. Geschafft. Letztendlich doch nicht so gruselig Erfolg bekommen. Eine legendäre Granate. Die gleiche Anzahl, minimal Schaden mehr oder auf Lebenskugelbeute von zerstampften Gegnern statt Gegner explodieren. Ich glaube, das finde ich besser, weil Leben ist gerade alles. Hier ist eine Sackgasse. Dann nach hier oben weiter. Oh, noch einer, Alter. Das ist schon der dritte. Pro kommen die Kristalle wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles war. Wow. Na, schauen wir doch. Geschafft. Uhu. Chance auf Granatenbeute muss nicht sein. 1 von 2, 2 von 2. Kann man zwei Rüstungen gleichzeitig tragen? Was bedeutet das? Karte aufdecken finde ich lohnt nicht, vor allem weil ich fast durch bin. Dann lieber 400 Punkte. Das ist ja dann quasi Erfahrung, mit der ich dann am Ende meinen Charakter leveln kann.
So, 250 in Leben, ja. Mehr ist ja nicht. Manche sind aber auch garstig. Tauchen aus dem Nichts auf. Ohne Vorahnung. Was ist mit ihm? Das ist scheinbar besonders. Und besondere Gegner kriegen scheinbar keinen Slow-Effekt. Ich vermute, da geht's weiter. Wow, das war knapp. Wir haben kaum noch Leben. Da ist der Typ, wo man Leben opfern kann. Nein, danke. Da ist ein komisches Portal, glaube ich. Zum Eintreten eine Kombo von 5. So, ich habe eine Kombo von 5. Chaoskluft, erreicht das Portal, ohne auch nur einmal getroffen zu werden, um die Belohnung zu erhalten. Gehabt. Yay! 20 mehr Leben, eine goldene Truhe oder 150 Dings. Die 150 Dings kann ich nur in einem Run benutzen. 20 Leben hilft mir, dass ich im Run bleibe. Die Truhe wäre natürlich auch nett, aber ich mache mal auf Leben. So, und da oben scheint noch was zu sein. Da geht's weiter. Und was war dann ganz unten? Auch Ende. Komisch. Gefallener Gott. Schließlich fand Truhe die Quelle des Bösen, ein erwachter Aztekengott. Jetzt muss er ihn nur noch töten. Wie kannst du es wagen, mich zu stören? Darüber erfahrt ihr, war der Aztek doch überhaupt nicht erfreut. Da sind ja Stacheln. Alter, ich kann kaum ausweichen. Hier kassiere ich auf jeden Fall Pflichtdamage. Und ich werde ihn nicht besiegen können, bis es soweit ist. Schade, dafür hatte ich zu wenig Leben. Auf jeden Fall hat das ordentlich Erfahrung gebracht. Und wir haben die nächste Ebene an Skills freigeschaltet. Bis Tinte verschwindet, wenn die Combo aktiv ist. Für jeden fünften Combo-Stapel. Rüstungstab probieren kann, bevor er beschädigt wird. Zusätzliche Dings von Bossen. Kurze Zeit unverwundbar, wenn man Schaden nimmt. 0,2 Sekunden, das hält ja nicht lange. Kritischen Schaden. So, ich mach mal Boss. Ich mach mal das mit dem Schild. Tinte verschwindet. Höhere Reichweite, um sowas einzusammeln. Die gebrauchten Kombo-Schilde in extra Kombo-Zeit umgewandelt. Nicht gebraucht, das klingt doch nett. Yo! Ausgabe 3 aktualisiert und weiter. Startausrüstung. Ah, jetzt kann ich schon
andere Sachen wählen. Das sind die Gegner, die wir schon freigeschaltet haben. Bosse, Hauptbosse. Es gibt also 9 Hauptbosse. Und diverse Items, die wir schon freigeschaltet haben. Ja, interessantes Spiel. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von dieser Art Spiele, aber irgendwie, das fesselt, das macht Spaß. Tja, dann sagt mir doch, was ihr davon hättet. Ob ihr davon gerne mehr sehen wollt, dann gebt mir doch ein Like und schreibt was in der Kommentarfeld. Und dann machen wir das. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.